Herzlich willkommen bei einem neuen Unboxing-Video hier von Abenteuer Brettspiele. Diesmal habe ich ein Spiel, was etwas länger schon auf dem Markt ist, nämlich Sagrada von Pegasus Spiele. Das war ein Spiel, was ich mir schon mal angeschaut hatte, aber bis jetzt nicht selber gekauft habe. Aber jetzt habe ich halt mal bei einem etwas günstigeren Angebot zugeschlagen und habe mir Sagrada zugelegt. Die Erweiterung ist auch schon unterwegs, denn man hört natürlich sehr, sehr viel Positives von Sagrada. Ist halt ein Würfel-Drafting-Game, wo man dann halt versuchen muss, ja, thematisch gesehen solche, ja, Fenster, Kirchenfenster zusammenzusetzen, was eben durch die schöne Farbe der Würfel ein bisschen unterstützt wird. Und ich möchte einfach mal reinschauen, was denn in dieser Box, die nur relativ einfach ist, oder relativ leicht ist, sage ich mal, so drin ist. Hier sieht man noch ein bisschen Überblick über das Spielertableau. Und dann schauen wir einfach mal, ja, was da alles dabei ist bei Sagrada. Also wie gesagt, das Cover finde ich schon toll. Es sieht wirklich nach einem Familienspiel aus. Schön bunt, schön gemacht und auch Thematik bringt es schön rüber. Und dann schauen wir mal rein. Da haben wir eine relativ dünne Anleitung mit dem Spielmaterial, Spielziel und Spielvorbereitung. Und der eigentliche Spielablauf ist hier quasi auf etwas mehr als einer Seite. Dann kommt noch Spielende. Also die Spielregeln sind hier wirklich sehr, sehr einfach. Es gibt auch eine Solo-Variante, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Und da ist man auf jeden Fall schnell drin, ist ja auch ab 8 Jahren, also wirklich ein Spiel, was relativ übersichtlich ist. Dann haben wir hier einen Mini-Standbogen mit Punkten, die halt, ja, einfach wenn man über die 50-Punkte-Marke kommt, legt man sie hier vor sich hin, denn hier ist der Siegpunkte-Tracker, der geht halt von 1 bis 50 und wenn man mehr Punkte hat, fängt es halt oben wieder an. Dann hat man hier noch, ich weiß nicht für welche Variante das ist, ob das eventuell für die Solo-Version ist oder was auch immer, nochmal einen Tracker für, sind es 10 Runden, keine Ahnung, muss ich dann in der Regel mal nachschauen. Ja, ein wichtiger Hauptbestandteil sind natürlich diese Playerboards und die sind richtig schön dick, das finde ich toll. Die sind halt auch hier quasi Doppellayer, sodass man hier rein die Würfel legen kann und die dann auch nicht verrutschen und in 4 verschiedenen Farben. Das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus, finde ich, und gefällt mir sehr. Und wie gesagt, schön stabil, das ist immer gut. Dann haben wir natürlich eine Menge Würfel. Die sind einfach natürlich der Kernbestandteil dieses Spiels. Die draften wir und legen sie dann nach bestimmten Regeln auf unser, ja, Kirchenfenster und müssen damit versuchen, halt die meisten Punkte zu machen. Ich mag ja solche, also zum Beispiel Rajas of the Ganges hat ja auch so eine coolen Würfel, die so schöne Farben haben. Ich mag das sehr. Das bringt gleich ein bisschen Stimmung und Fröhlichkeit. Wenn auch die Sonne richtig schön drauf scheint, dann sieht das richtig toll aus. Ja, dann haben wir hier kleine, so eine durchsichtigen Markersteine. Da müsste man dann im Endeffekt mal schauen, für was das genau ist. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Oh, hier liegt noch ein blauer Würfel, der da eventuell rausgefallen ist. Offensichtlich ist hier schon ein bisschen der Würfelbeutel kaputt. Okay. Dann haben wir hier noch ein Säcklein, Sagrada steht drauf, wo wir halt die Würfel sicherlich daraus ziehen per Zufall. Dann haben wir hier noch Einschubmöglichkeiten in unser Spielerboard von verschiedenen, ja, Vorlagen, wie wir das Kirchenfenster zu bauen haben, wo wir halt hier sagen, hier müssen bestimmte farbliche Würfel hin und hier müssen bestimmte Würfel hin, mit die also eine konkrete Augenzahl haben, 6er Würfel, 4er Würfel, hier halt ein gelber Würfel, türkiser Würfel, so dass man hier halt einiges hat, vor der Rückseite offensichtlich einiges zur Auswahl. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann hier noch Karten und diese Karten haben halt verschiedene Farben, das könnten schon im Grunde genommen die Drafting-Vorlagen sein. Dann haben wir hier noch bestimmte Punkte, das könnten bestimmte Siegpunktbedingungen sein. Da müsste ich dann auch auf jeden Fall nochmal schauen. Hier nochmal ein kleiner Glückwunsch, wo dann geschrieben wird, wie man am besten auf Social Media Sagrada bewirbt. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Bestimmte Vorlagen. Bierzange, nimmst
Biegezange, Entschuldigung, Biegezange, das war wieder der Wunschvater des Gedankens. Biegezange, nimmst du einen Würfel erhöhe oder erniedrige seinen Wert vor dem Einsatz um 1. Das scheinen irgendwelche Sonderfähigkeiten zu sein. Folienroller, setze einen bereits platzierten Würfel innerhalb deines Fensters um. Dabei darfst du Schattierungsvorgaben deiner Musterkarte ignorieren. Okay. Also wahrscheinlich irgendwelche Sonderfähigkeiten, die man gegebenenfalls noch nutzen kann, um eben zusätzliche Aktionen auf dem eigenen Spielertableau durchführen zu können. Das war das Unboxing von Sagrada. Ein hübsches Spiel, was auch viele positive Stimmen erhalten hat bisher. Ich werde es natürlich gleich mal solo ausprobieren, denn das eignet sich dafür natürlich super und ist auch ein super Spiel eben für die Familie. Das war's mit meinem Brettspiel-Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hinterlasst einfach mal einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Auch einfach dieses Video liken bzw. den Kanal abonnieren ist eine tolle Sache und hilft mir auf jeden Fall weiter. Ja, ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Unboxing-Video wieder. Bis dann!